Einen wunderschönen guten Abend am Channel 8 Game Gaming. Wir zocken wieder Kingdom Rush. Ich will das Projekt mal abschließen und deshalb schaue ich, dass ich mich bemühe, dass ich so viele Sessions raushaue, wie es geht, damit wir eigentlich zum Ende kommen. Ja, ich mag das Spiel, ist ein tolles Spiel, aber es irgendwann will man einfach Projekt mal abschließen. Das ist so ein Projekt, das läuft mir jetzt schon eine Weile. Und ich habe schon mal durchgespielt, ja, das ist auch eine Weile her. Ich habe jetzt hier noch 4 Leveln, ich will jetzt die Iron Challenge mal fertig spielen hier und dann werde ich nur noch die Nebenstories hier, und Nebenstories in Anführungszeichen, fertig spielen probieren. Ja, wir sind hier, wir haben nur Caster Tower, das wird richtig spaßig. Ja, wahrscheinlich wird man hier mit Wohnungsblocken so gut es geht. Ja, dann sehen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Das klingt richtig amüsant. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier eine Bildordner aufbauen kann. Ah ja, ich habe schon lauter Türme. Ich muss nur ausbauen. Okay, gut zu wissen. Tja, wird spannend. Bleibt spannend, glaube ich. Legen wir los, hätte ich gesagt. Ich baue mal hier noch einen Turm. Ja, meine Überlegung ist mal, hier baue ich den ultimativen Blocker, weil er hier einfach blockt. Und eigentlich kann ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, könnte ich eigentlich einen Double Block Blocker hier machen. Ich blockiere mit dem hier mal die Lane unten und dann baue ich den hier auf, weil, ja, ist eine gute Aussage, ja, ich weiß. Ja, so, ich mache mal Masse und Klasse, so getrennt ein wenig. Ich überlege gerade, also ich werde den hier auf jeden Fall, also ich werde zweimal Golem Tower bauen hier und werde hier lauter Range Tower, also die fetten Türme bauen. Ja, weil ich hier am meisten Reichweite habe und am meisten abdecke und ich kann damit früh die untere Lane töten oder ja, clearen eigentlich und habe dann bei der oberen nicht so die Probleme. Ja, ich werde jetzt halt einfach so mal schauen, dass ich hier mal auch oben upgrade, damit die Mobs, die oben sind, auch sterben, weil die Trolle sind echt zäh. Also, was muss ich ihnen lassen? Sind zähe Buben. Ja, ich einfach so mal kontinuierlich alles upgraden ein wenig. Ja, die Mobs, also das hier baue ich bevorzugt aus, weil der Weg kürzer ist. Oder subjektiv jetzt kürzer, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe jetzt Meteoritenschau auch noch nicht wirklich eingesetzt, weil ich ihn nicht gebraucht habe. Ich werde ihn jetzt wirklich als Notfalloption offen lassen. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund dafür, dass ich ihn jetzt voreilig einsetze. Ja, dann baue ich hier den ersten Turm gleich mal aus, hätte ich gesagt. Den bauen wir auch gleich aus. Ja, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass die getauscht besser wären, weil er dann weiter nach hinten ragt. Ja, hier baue ich auch noch einen Tower her. Das war der falsche Turm. Ich wollte eigentlich den ausbauen. Na, jetzt habe ich mir jetzt einen abgegradet. Macht auch nicht, ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Ja. Ich mache hier einfach auch die Taktik an manchen Punkten einfach Masse statt Klasse. Das gebe ich ganz offen zu. So, da es jetzt hier oben brenzlig wird, baue ich hier auch aus. Es kommen einfach immer mehr Mobs. Das fällt mal auf, ganz nüchtern betrachtet. Und was ich auch immer überlegen bin, ist, dass ich die Schiebfähigkeit ausbaue. Ja. Ja, hier unten kommen schon, die Mobs sind eigentlich gegen Magie schon besser, oder Magie ist stark gegen sie, soweit ich in Erinnerung habe. Es ist immer so ein Auf und Ab, wo tecke ich jetzt mehr, wo tecke ich jetzt weniger.
weil ich es einfach sehr schwer finde, hier das wirklich einzuschätzen, wo wird es notwendig. Aber ich baue hier sukzessive die Türme aus. Also ich baue jetzt halt das Eck hier fertig, so wie ich es mir denke, also mit den Türmen hier. Die haben eine hohe Reichweite und eigentlich eine große Durchschlagskraft. Und ich werde jetzt auch gezwungen sein, oben nachzutechen, weil einfach hier die Trommler und die Mobs alle kommen, der Reihe nach. Und mir ist hier ein Feuerkraft fehlt, das merke ich gerade. Ich hau mal hier ein, ja, ich habe jetzt, mach mal einen Emergency-Modus an. Na gut, es hat sich oben eher gelegt, unten kommen sie gar nicht an den Tower ran. Ja, oben wird es auch besser. So, nächster. So, jetzt baue ich den Turm aus. Ich weiß nicht, bin gespannt, was noch kommt. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ausreichend ist. Ja, was ich sicher machen werde, ist unten die Türme mehr ausbauen als oben, weil oben einfach der Weg weiter ist. Also unten merke ich einfach, dass der Druck von den Mobs, die da sind, viel stärker ist. Ich habe einen Moment wirklich geschlafen, nicht getaggt. Jetzt kann ich schon zwei Türme wieder ausbauen. Das ist das nächste, was ich sicher ausbaue, wird sein die Türme unten. Und zuerst kommt der Turm fertig dran, ja. Ja, ich habe hier so eine Feuerbase, eine fette, finde ich, die ist ganz praktisch. Die feuert einfach, die haben einfach extrem viel Reichweite, die killen einfach, ja, die killen einfach alles. So, ja, der dottet ja, der macht ja den Caster Dot und das finde ich praktisch. Und deshalb bin ich auch beschlossen, ich werde ihn hierher und herstellen, den Tower, weil er auf die Mobs schießt, bevor sie kommen. Und was ich dem auch gebe, ist das Schimpfen. Ja. So. Gut. So. Ja, ich bin mir gerade echt unsicher, ob es passt oder nicht. Ja, der Meteoritenrang war mehr oder weniger wirklich ins Leere, das war so ein reiner Verdacht. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, was ich jetzt mache, ist, ich stelle den nach hinten. Und baue hier unten einen neuen, den stelle ich auch hier rauf. Den stelle ich hier rauf. Nee, das war falsch. Der kommt runter. Der kommt rauf, das stimmt schon. Und das ist so meine letzte Verteidigung. Ja. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, ich weiß nicht welchen. Ich mache hier einen Sheep noch und hier mache ich einen Sheep. Also ich werde jetzt überall einen Sheep noch entwickeln. Ich glaube, das Level ist ziemlich gelaufen. Also ich wüsste mich nichts, was mich jetzt wirklich noch aufhalten kann. Ja, ich will jetzt nicht überheblich werden oder sonst was. Ich werde jetzt einfach kontinuierlich die Türme weiter ausbauen. Ich werde jetzt auch noch hier einen Turm herstellen. Den werde ich zu einem Laserturm ausbauen. Weil die obere Lane hat einfach gar keinen Widerstand mehr. Ihr seht, die sterben einfach alle. Und die unten auch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist gut gelaufen. Ja. Du, früh gefreut, das war's noch immer nicht. Jetzt kommen oben Yetis gelaufen. Da bin ich gespannt, ob ich genügend Power habe, um die Yetis zu toasten. Aber es sieht gut aus. Also unten kommt sicher nichts durch. Also unten schießen 5 Tower eigentlich auf die Mobs. 5 Towers ist wirklich schon viel Schaden, würde ich sagen. Also sollte ausreichend sein. Ja, ich upgrade mal hier auch noch. Ja. Ah, die kann man auch schieben, die großen. Das habe ich auch nicht gewusst. Auch neu für mich. So. Schickt mir hier, ja, hier wäre das Upgrade noch extrem praktisch, dass ich die Lane auch noch blockiere, dann wäre es wirklich absolut safe. So. Und ihn schicke ich jetzt hier hin, weil rein theoretisch müssten ja alle Türme dorthin schießen können schon. Es wirkt so, als wäre die Sache gelaufen und wäre das Ganze locker flockig durchgegangen, aber ich weiß es jetzt natürlich nicht. Es kann sein, dass hier noch ein Mob rauskommt. Ich kenne die Waves nicht, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber das war's schon, wir haben es geschafft. Das finde ich gut.
schauen wir weiter, schauen wir uns das nächste Level an. Ja, zum Beispiel bei den Zombies, das sind so Level, die ich persönlich nur mit Bauchweh genieße eigentlich.